Ja, jetzt haben wir eine Aufnahme. Jetzt will ich den Film machen, der am Tag, als nicht Johnny Kramer starb, sondern der Knox, der Maler Knox gekriegt. Der Maler Knox, diesen Herrn hier an der Theke so gesehen hat. Und das war praktisch so leider. Also, der geht darüber, holt sich den Schlüssel. Ja, da. Und geht hier so rum. An mir vorbei ist er ein Kopf größer. Wie gesagt, entschuldigen Sie, ich habe Sie schon mal gesehen. Sie kommen mir so bekannt vor. Ja, wahrscheinlich im Fernsehen. Und ich drauf, naja, nein, geht nicht. Habe ich schon längst aus dem Fenster geschmissen. Und Rudi Carrell, ja, aber doch nicht wegen mir. Und dann bin ich nein. Und dann ging er in sein Zimmer. Und ich bin nach Hause gestürmt, habe mir dann doch nicht die Kamera geholt, um ihn zu belästigen mit dem Film, sondern habe ihm meine zwei Bilder gezeigt und da hat er was gekauft. Und ich gerade da drin in der Gaststube. Genau, das muss ich vielleicht auch noch filmen. Darüber, schau da. Da hat er mit. Das war ja fast gelungen. Das war's. So. Genau, da. Also, ich stürme hier. Hier, Rudi Carrell. Jetzt brauchen wir eine Maske. Moment, eine Maske. Die müssen wir raufzaubern so und dann. Ich setze mich da und dann können wir uns unterhalten. Und ja, war eigentlich ein Schlüsselerlebnis. Okay. Und ich danke dir, Hanni, für die Kameraassistenz. Gerne. Und jetzt nehme ich dir ab und drehe den Spieß wieder mal um. Und dann bist du auch wieder mit Bild. Dass auf deine Wünsche.